das neue Whiskas herzhaft kauen. Mit grob geschnetzelten Fleischstücken. Da kannst du nach Herzenslust reinbeißen. Ja, und wie mit Kalkon ist es auch für eure Katze, denn das Zeug enthält so viel Zucker, dass sie davon Nierenschäden bekommt. Aber wir kommen jetzt zum Immergrün Follower, zum zweiten Erfolg, den es hier gibt. Und zwar heißt der, sie brennen, 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 springt innerhalb von 5 Sekunden über 5 Feuerblüten-Explosionsringe von Erzmagierin Soul in Immergrün Floor auf dem Schwierigkeitsgrad heroisch. So, erstmal Luft schnappen. Also, worum geht's da? Diese Feuerblüten, die könnt ihr dort sehen, das sind diese kleinen Blumen, die da unten herumstehen. Und irgendwann werden die halt explodieren und ein kleiner Feuerring geht daraus hervor. Ihr müsst eben 5-mal darüber hüpfen, dann habt ihr sofort den Erfolg. Wichtig ist, wenn diese Dinger, wenn ihr das probiert, die nicht beschworen werden, dann könnte es daran liegen, dass ihr zu viel unterbrecht. Denn die parasitische Injektion, die muss durchgelassen werden, dann erst wird sie mehrere davon hinlegen. Und es kann schon sein, dass ihr einige davon braucht. Und wir haben das hier folgendermaßen gemacht. Wir haben hier am Anfang, wo keinesfalls eine Schräge ist, damit die eben nicht, manchmal passiert das, drunter landen, haben wir das hier vorne gemacht, beim Eingang quasi zu ihr, haben da eine Markierung gesetzt und drumherum haben sich alle Spieler hingestellt. Das hat zur Folge, dass sie diese Feuerblüten immer auf die oder in die Nähe der Spieler werfen wird und das kann man dann super timen. Dann werden halt diese Ringe auf einer Seite massenhaft rüberkommen und man braucht einfach nur noch rüberspringen und vor allen Dingen solltet ihr hier warten. Ihr könnt übrigens alle anderen Fähigkeiten unterbrechen, wie Feuerball. Übrigens, da seht ihr jetzt diesen Effekt. 1, 2, 3 und ihr kriegt manchmal auch Schaden dabei, aber das ist sehr großzügig, der Zähler dort. Also ihr könnt die dort einfach hinlegen mit den Schrägen, das hat einfach den Grund, das backt so oft herum, dass man die nicht sehen kann oder sie fliegen unter dem Boden durch und das wollt ihr nicht haben und deshalb solltet ihr das da vorne positionieren und dann eben wie wild drauf herumhüpfen. Wenn man unter Umständen kann das ganz viel Schaden geben, hier hat übrigens die Mitspielerin das erhalten, jetzt machen wir das Ganze aus meiner Perspektive hier, ihr könnt ihr das jetzt sehen, also rüberhüpfen, also ist nicht schwer. Wichtig ist nur, ihr dürft diese parasitische Injektion nicht bekommen. Wie ihr das dann mit dem Leben des Bosses macht, ist eigentlich eure Sache. Der Grund ist, da ihr den Erfolg hier sofort bekommt, können alle Spieler den erstmal machen. Ihr könnt euch da ein bisschen absprechen im Teamspeak. Zur Not sterbt ihr einfach alle und macht das ganze Ding nochmal, bis wirklich jeder diesen Erfolg hat. Und es bietet sich halt an, wie zuerst gezeigt im Video, das Ganze über eine Markierung zu machen, wo sich die Spieler im Kreis drumherum stellen. Und dann unterbrecht ihr einfach nur noch den Feuerball, aber die Injektion nicht, denn sonst klappt das Ganze nicht, dann wird sie nämlich keine Blumen mehr beschwören und das ist nachher dann ein bisschen ärgerlich. Der Erfolg ist also nicht weiter schwer, der ist sogar recht lustig im Vergleich zu den anderen. Einfach mal ein bisschen hüpfen darüber und schon habt ihr das ganze Ding im Sack. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Versuchen und seid nicht traurig, wenn man hin und wieder dabei mal im Dreck liegt. Die kann ganz schön zuhauen und vor allem, wenn sie die Arcana-Explosion macht, da solltet ihr sie nicht runterprügeln. Naja, viel Spaß.